Huch. Wir müssen nur überlegen, wo wir das dann hinplacen, das Ding, ne? Wie viele Diamanten brauchst du? Ich hab einen. Ja. Man braucht, ich hab auch noch einen, komm, dann legen wir die zusammen für ein Enchantment Table. Ja. Oder? Also, wenn das so eine Gemeinschaftsarbeit ist, könnte ich meine zwei Diamanten geben. Ja, dann komm her. Na, komm her, dann, warte, Manta, kriegst du deinen einen wieder. Ja, warte kurz, lass mich kurz auf meine Melonenfelder wohl Manta, schalten. Wir brauchen noch ein Buch, ein kleines Büchlein. Warte, warte mal, komm mal zu mir, Gunner. Weiß nicht, ob jemand hat bestimmt noch Leder. Ich habe hier noch Papier und Leder. Wir brauchen nur eine gegeben. Reihe Papier und einmal Leder halt. Und dann könnten wir so ein Ding bauen. Wir brauchen nur ein Büchlein. Dann, ja, Papier sollte kein Problem sein, oder? Genau, dann kann ich das sofort. Ich hab dir gerade zwei Leder gegeben, gerne. Gut, dann musst du nur noch einen Raum bauen für so ein Ding, ne? Ist mir egal, wohin. Es kann auch ruhig bei dir sein. Ist mir vollkommen Wurst. Ich baue hier gerade einen Raum, dann können wir den nächsten. So, und da habe ich ein Buch, genau. Es fehlt nur noch die zwei Diamanten. Ja, bin auf dem Weg. Jemand, kannst du mir eine Eisenhacke geben? Ich hab keine Lust, nochmal zurückzugehen. Meine ist beschädigt, aber. Meine fällt gleich auseinander, deswegen. Direkt im Nachhinein. Brauchst du jetzt gerade was für deine Dings, für deine Netherwarzen oder was brauchst du gerade? Für beides eigentlich, ja. Auch für Enchantment Table. Ja. Oh, was bei den Enchantment Table. Warte, du kannst eigentlich mitbauen hier. Geht das schneller. Ja. Warte mal, So, ich leg mal deine Sachen auch wieder zurück in das Leder und so. So. So, nochmal zurückgehen, so. Ich muss mal noch ein Dings machen. Eine Eisenhacke. Das brauch ich. Das hier. Ich muss dringend mal eine anständige Straße zu euch bauen. Das ist echt widerlich. Gönn, du brauchst die Diamanten. Ja. Ja. Yeah. Mein einziges Hab und Gut, du Wichser. Und da kommt nur ein Danke. Okay. So, okay, dann kann ich mal loslegen. Scheiße, kannst du ruhig mit dabei sein, wenn ich das Ding zusammenbaue? Nee, passt schon. Also ist nicht das erste Mal, dass ich ein Enchantment Table sehe. Gut. Und zusammen, da haben wir ein Achievement, Enchanter. Manta auch hin mit dem Teil. Ja, super, dass der jetzt leider für mich nicht mehr bringt, weil ich leider kein Level mehr habe. Ich habe auch kein Level mehr, der hätte mir vorher sehr viel mehr gebracht. Habt ihr schon 15 Bücherregale? Nee, wir brauchen ganz viele Bücherregale, wir haben nicht so viel Leder, das ist das Ding. Wo wollen wir den für den Moment jetzt erstmal hinstellen? Das würde mich auch mal interessieren. Also ich baue noch und dann können wir den später vielleicht da hinstellen. Aber erstmal baue ich jetzt mal. Wir können den ja abbauen und dann später woanders hinstellen, das ist ja nicht das Problem. Ja, dann aber nicht bei mir, hier in meine Farm. Hieß. Ja, was baust du da gerade? Hier wir kommt müssen mein den Raum ja irgendwo hinstellen halt. Können wir den mit reinstellen? Ich baue den extra größer, den Raum, als du eigentlich geplant hast. Ja, wir bauen den später dann nochmal, wenn wir genug Bücherregale haben, ganz ehrlich. Kann man den einfach abbauen? Ja, klar. Oder zerfällt der dann? Ah. Ja, ist abbaubar. Mit einer Diamanthacke oder was? Ach, mit einer normalen, glaube ich auch. Das weiß ich nicht so genau, aber der ist abbaubar. Wo ist eigentlich Benny? Hä? Ah, wo? Ich will nur fragen, wo du bist. Okay, wohin ist er mit? Keine Ahnung, der Raum ist noch nicht fertig. Hab den jetzt die ganze Menge gerade, ich will den jetzt loswerden. Ich hab noch eine bessere Idee, die könnten wir in die Eingangshalle erstmal stellen. Kannst du den da unten, warte mal. Wir haben doch hier den Weg nach unten, wo die ganzen Creeper irgendwie immer durchgekommen sind. Hab ich hier gerade zugemacht, dann kannst du den da so lange hinstellen, wenn du willst. Hier so hin, ne? Setz ihn einfach hin erstmal, dann können wir den ja später wegstellen. Komm, ich nutze mal meine drei Level, um was zu machen. Was haben wir? Huhu, ich hab jetzt einen Bane of Anthropos Schwert. Super. Was für ein Schwert? Ich hab jetzt Sharpness 2, Junge. Skeletor Kills. Was? Sharpness 2, Junge, mit Level 3 Verzauberung. Was? Alter! Au, das tat weh. Fick dich. Ich bin nur mein Eisenschwert, aber nur. Fuck. Ja, das Enchanten verstehe ich noch nicht so ganz. Lackbasierend einfach nur. Ja. Ja, früher war es noch frustrierender, wenn man 50 Level brauchte. Den ganzen Scheiß zusammen zu bekommen. Mm-hmm.
Also muss ich bei Netherwatzen auf nichts achten, außer auf den Soul Sand oder wie? Ja, so aussieht schon. Richtig. Okay, dann habe ich meinen Langbohr. Muss ich bald nochmal ein neues Soul Sand Farm gehen. Aber man muss ja trotzdem Licht machen, oder? So spawnen ja da drin dann halt Zombies und so. Ist auch nicht so. Ja, ich mache ja nicht. Also ich wollte nur wissen, ob es irgendwelche Bedingungen gibt, nicht, dass sie mir verfaulen. Werden sie aber hoffentlich nicht. Eine ist schon gewachsen, lol. Was? Wie sehen die aus, wenn die fertig sind? Ganz groß sind sie, glaube ich. Er hat ja drei Wachsenstufen. Ich dachte eigentlich vier. Vier? Sogar. Fuck. Ja, du kannst irgendwie bloß zwei erkennen. Oder drei. Also du kannst bloß drei erkennen. Okay. Ich dachte nur wegen... will das gleich sein wie Weizen. Hast du gerade krass gedrückt oder was? Hast du versucht deinen Scheiß aus dem Arsch zu bringen? Sehr appetitlicher Gedanke von dir. Einfach mal so eine riesige Lava-Höhle. Lol. Was zum Teufel? So ein Baumhaus ist für mich ein bisschen eine Herausforderung, muss ich sagen. Gehen Nether-Warzen kaputt, wenn ich über die springe? Versuch's mal. Keine Ahnung. Das habe ich mich auch gerade gefragt. Versuch's einfach mal. Nee, lass mal. Ist ja nicht so, als wären die jetzt selten, wenn du sie schon gefunden hast. Ja, wenn ich jetzt über alle drüber springe, dann sind sie kaputt. Dann muss ja nicht. Hast du jetzt ausprobiert, oder wie? Nein, bist verrückt. Ja, ein bisschen, aber das hat damit nichts zu tun. Achso. Ja, super. Der Schweizer. So. Wer oder was ist heute schon normal? Ich. Also, die Frage ist, was definierst du unter normal? Eben. Das ist dann immer die Frage, was ist normal? Menschen sind doch halt normal, oder? Ja. Also, gut, gibt man natürlich ein paar Ausnahmen. Nee. Wieso sind Menschen normal? Wieso entsprechen wir der Norm? Nur weil wir sie geschaffen haben, oder? Ja, genau. Ja, also ist normal, dass man Atomkraftwerke Werke baut, die einen das Ganze. Atomkraftwerke sind eigentlich das Schlimmste, Alter. Ja, oder Atombomben. Die finde ich auch noch nicht so schlimm, da gibt es viel Schlimmeres. Dass man praktisch jede Erfindung zuerst als Waffe benutzt? Beispiel. Alter, was ist das schon wieder? Wer klopft da schon wieder an der Tür, welcher Bastard? Den hau ich jetzt tot, ey. Das blöde Zombie, seid ihr ein Mann an Bord. Töte ihn. Wo ist der? Alter. Wie bist du in die Bude gekommen, du Motherfucker? Halt dein Gosch. Rein. Schiebler sind da. Mann, jetzt ist Fackeln voll, das ist wieder egal. Ja, und ist auch gefallen. Ah, ehrlich, dieser Mond geht mir auf die Nüsse. Warum? Was macht der Mond? In diesem Texture Pack zum Teil kommt der Mond aus Myung Cat raus. Aha. Das würde ich ändern, aber ansonsten finde ich das Texture Pack immer noch recht geil. Muss Holzfarm gehen, das kann doch nicht sein, ne? So viel Holz. Ach nicht, du hast kein Holz, Alter, ohne Scheiß. Hast du Holz für mich genommen? Auch selber noch. Ja, meine ganze Bude ist aus Holz, ey. Ich hab kein Holz mehr. Und ist meine Hacke kaputt gegangen. Super. Müssen echt mal die Bäume neu pflanzen. Hier, der Dschungel wird langsam leer. Ist doch gut so, Junge. Nein. Oh, das dunkelbraune. Hallo? Wir müssen. Saftige Holz. Wir müssen. Wie heißt das Bier schon wieder, dass wenn man einen Kasten kauft, rettet man den Dschungel? Kombacher? Ja, kann gut sein. Auf jeden Fall müssen wir diesem Bier unter die Arme greifen und den Dschungel abholzen, damit sie noch mehr verkaufen können.